Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was anderes, heute mal eine Dual-Aufnahme. Wir machen quasi so eine Art Sprint-to-Glory-Showdown, aber noch mit ein paar eigenen Regeln. Also die Punkteverteilung am Ende ist ein bisschen anders. Das werden wir euch gleich nochmal erklären. Wie ihr schon sehen könnt, bin ich aber nicht alleine. Ich habe einen wunderschönen Gast an meiner Seite und der darf sich einmal kurz vorstellen. Moin Moin! Ich bin der Max. Das ist natürlich eine wunderschöne Einleitung und Überleitung, die du mir hier schon gegeben hast. Hab auch einen kleinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich mache mit dem Martin sehr viel privat, was Zocken angeht. Freue mich jetzt natürlich, dass wir auch mal gemeinsam ein Video nach langer, langer Zeit wieder hochladen werden. Und bin gespannt, was das jetzt hier wird. Ich habe es ja schon gesagt, es ist so eine Art eigentlich mehr oder weniger fast ein Sprint-to-Glory-Showdown. Die Idee kommt natürlich nicht von uns, das hat der gute Dennis Gaming TV irgendwann mal erfunden. Deswegen natürlich auch sein Kanal in der Videobeschreibung und ich habe auch nochmal Leches verlinkt, weil der das ja auch regelmäßig bringt. Nur damit hier nicht irgendwie irgendwas kommt von wegen, oh wir haben geklaut oder sonst irgendwas. Ja, ich habe es ja auch schon angekündigt, wir haben ein etwas anderes Regelwerk. Da möchte ich euch einmal kurz so einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze ablaufen wird. Also natürlich haben wir wieder am Anfang erstmal die Transferphase, da werden wir Spieler verpflichten und am Ende hat jeder die Chance, 3 Versuche einen Spieler vom Gegner zu snipen. Das ist also wie gewohnt, wobei wir nicht dieses Snipen machen, wo man quasi 5 Spieler nennt und wir dann einen auswählen, sondern dass man einfach so ins Blaue hineinrät, das finde ich irgendwie cooler und erfordert auch ein bisschen mehr Skill, dann den Spieler zu erraten. So, liebe Leute, jetzt bekommt ihr einmal ganz kurz die Regeln erklärt, wobei ich sagen würde, dass das Ganze eigentlich relativ selbsterklärend ist, deswegen werde ich da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ihr seht es auf jeden Fall, in der Liga gibt es quasi für die Differenz der Plätze dann auch die Anzahl der Punkte. Wenn ich zum Beispiel Erster werde und Max Fünfter, dann bekomme ich eben 4 Punkte, weil ich 4 Plätze besser bin. Ansonsten beim Pokal bekommt man eben pro Runde, die man weitergekommen ist, die Punkte. Und sonst haben wir uns einfach so ein paar Kategorien überlegt. Immer die Person, die die Kategorie am Ende gewinnt, die bekommt dann eben auch den Punkt. Einzige Ausnahme ist der Trainer des Jahrespreis. Da bekommt man 2 Punkte, wenn man die Kategorie gewinnt. Und bei der Kategorie, wer am Ende des Jahres dann quasi mehr Budget auf dem Konto hat, da gibt es nochmal einen extra Punkt, falls die Differenz größer als 20 Millionen ist. Ansonsten sollte das aber alles relativ selbsterklärend sein. So, meine Damen und Herren, viel Glück natürlich nochmal raus an Martin und viel Erfolg auf jeden Fall. Der Kollege ist auf jeden Fall besser bewandert im Karrieremodus als ich. Ich muss nämlich gerade erstmal gucken, wo ich überhaupt mein Budget finde. Hier, 82 Millionen haben wir zur Verfügung, um diese Trödeltruppe hier irgendwie auf Vordermann zu bringen. Da werde ich auf jeden Fall was im Sturm tun, auf Außen auf jeden Fall. Meunier muss ganz, ganz dolle weg, also da sind wir uns einig. Ne, ich kann den, keine Ahnung, ich kann den nicht ab... Ich könnte einen 5-Sterne-5-Sterne-Scout holen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, wir haben einen 4-Sterne-4-Sterne-Scout zur Verfügung, also warum sollte ich den jetzt nicht eigentlich einfach nutzen? Ich werde auch einfach eine deutsche Kartoffel scouten wollen, Typ ist mir eigentlich relativ egal, ich mache defensiv stark, weil ich mir persönlich immer einrede, so, da kommen die High-Rated-Jugendspieler am besten durch. Ich werde den Spaß jetzt mal anders angehen, als ich es eigentlich vorhatte. Ich werde besonders auf die älteren Spieler Wert legen, die ein vielleicht höheres Rating haben, aber halt einfach nichts mehr kosten aufgrund von ihrem Alter. Und ich werde jetzt auch in der Defensive einfach umstellen. Ich stelle auf Dreierkette um, da habe ich Schlotterbeck und Süle. Lasse ich beide drin, so Süle, Schlotterbeck kann sich ein bisschen verbessern. Süle hat schon eine 85, ist okay. Hier werde ich jetzt noch einen Innenverteidiger kaufen und dann werde ich einfach massenhaft Spieler verkaufen, um dann vorne eine übelste Offensivmacht aufzubauen. Und entweder klappt das richtig gut und wir zerschießen einfach alles und jeden oder wir kassieren halt jedes Game 2-3 Gegentore und keine Ahnung, werden dann nicht mehr international die Saison abschließen. Es sieht jetzt so aus, als wenn wir den ersten Spieler verpflichten können. Ich wollte zuerst einen Innenverteidiger holen, um da hinten abgesichert zu sein. Es wird jetzt wahrscheinlich doch erstmal der linke Flügelspieler, nämlich Yannick Carrasco, wird zu uns wechseln. Gehalt, ja keine Ahnung, Alter, ich entferne den Bonus und ansonsten passt das. Ich werde da jetzt gar nicht so viel dran machen. Ich konnte jetzt Mats Hummels an, was ist das überhaupt, Neapel? Ich glaube, das ist Neapel verkaufen. 20 Millionen bekommen wir für den, das ist schon mal gut. Boah, wir bekommen ehrlich 18 Millionen für Meunier von Real Sociedad. Okay, wenn sie sich das freiwillig antun wollen, Heidi Jalla Abfahrt. Holy shit, Digga! PSG will Süle und gibt uns Kimpembe dafür. Okay, da muss ich ehrlich drüber nachdenken, weil das ist schon krass geil. Das ist schon krass geil. Also wenn wir jetzt Kimpembe und 20 Millionen bekommen für Süle, ja, Süle, tut mir leid, ich wollte dich nicht abgeben, aber... Was soll ich machen? Es funktioniert. Ja, 15 Millionen. 15 Millionen und Kimpembe für Süle. Vielleicht dumm, aber ganz ehrlich, ich finde Kimpembe besser als Süle. Ich habe einen neuen
Stürmer gekauft und der ist ein bisschen prominent. Cristiano Ronaldo, nachdem er den Vertrag aufgelöst hat bei Manchester United oder seitdem er und sein Verein eben getrennte Wege gehen, unterschreibt er jetzt einfach bei Dortmund. Warum denn auch nicht? Ich habe einfach gerade 55 Millionen von Liverpool für Julian Brandt bekommen. Also das ist, Junge, das ging auch beim ersten Versuch. Hätte nicht gedacht, dass ich so viel für den Kollegen hier bekomme. Inter Mailand zahlt jetzt nochmal 37 Millionen für Daniel Malen. Also wir bekommen gerade gut Geld rein. Die Spieler müssen sich nur endlich mal verkaufen. Bis jetzt habe ich nur die Angebote. Auf einmal haben wir halt wieder 115 Millionen zur Verfügung, weil viele Spieler uns jetzt verlassen haben. Brandt, Reus und wie sie alle heißen. Und jetzt gehe ich erstmal wieder auf Shoppingtour. Wir haben jetzt den nächsten Neuzugang zu verzeichnen. Es ist João Félix, wieder einer von Atletico Madrid. Perfect Link, also oder halt guter Link, ne, zu Carrasco und auch hier zwei Portugiesen vorne drin im Sturm. Finde ich ziemlich geil. Nur das Problem ist, wir brauchen eigentlich noch einen EV, weil ich will nicht Emre Can da stehen haben. Aber ich meine, Emre Can würde ich jetzt erstmal behalten, bis wir wirklich nochmal Kohle brauchen. Ansonsten spielen wir halt so die Dreierkette. Im Tor würde ich nichts ändern, ganz ehrlich, lass Kobel drin, scheiß drauf. ZM würde ich gerne noch ändern. Und hier die beiden Positionen, also generell hier rechts das Dreieck. Aber das wird halt sehr knapp mit dem Geld. Mein Verteidiger ist jetzt endlich mal da beim dritten, vierten Versuch. Thiago Silva konnte ich verpflichten. Und jetzt steht auch die Dreierkette. Ich lasse Emre Can trotzdem mal noch im Verein. Für den Fall, dass wir im Winter noch Transfers tätigen. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt eingeplant haben. Auf jeden Fall, für den Fall aller Fälle lasse ich Can jetzt mal da. Ich verkaufe den noch nicht. Denn wenn Kollege Thiago Silva eben zu stark sinkt im Rating, stelle ich da entweder Emre Can rein oder verkaufe halt einen von beiden oder vielleicht sogar beide, I don't know. Und hol mir eben nochmal einen Innenverteidiger. Okay, ich konnte jetzt auch das Loch im Mittelfeld schließen. Luka Modric wechselt zu uns für 24,5 Millionen, glaube ich. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Haufen Spieler verkauft. Ich glaube, wir haben nur noch Haller, den wir noch nicht verkauft haben. Und vielleicht noch Gio Reyna. Ich habe auch gerade überlegt, ey, du könntest eigentlich nochmal nach einem Torwart gucken. Einfach so. Und wen gibt es denn besseren als Manuel fucking Neuer? Du schwächst damit deinen größten Kontrahenten mit Bayern. Der Typ kostet 7 Mille, habe ich für den hingelegt, und er hat ein 90er Rating. Ich habe zwar gesagt, ich behalte Kobel, weil Kobel auch vollkommen okay ist, bin ich fein damit, aber wenn du einen Neuer für 7 Millionen bekommst, musst du das mitnehmen. Okay, scheiß drauf, ich bin durch. Ich habe nochmal Lorente geholt und noch 38 Millionen auf ein Konto. Aber dann ist mir gerade eingefallen, ey, wozu jetzt das Geld ausgeben und hier Backups holen, wenn du schon Backups hast, die du halt einfach nicht verkauft bekommen hast, wie beispielsweise Jalö und Özcan, kamen halt einfach keine Angebote. Und wir haben ja die Punkt oder das Punktesystem, dass wir für die Wirtschaft mit dem Geld halt auch Punkte kriegen können. So, wer halt am Ende mehr Geld noch auf dem Konto hat. Und ich glaube nicht, dass Martin mehr als 38 Millionen auf dem Konto hat. Deswegen sage ich ohne Witz, das bleibt so. Von mir aus mache ich im Winter auch keine Transfers mehr. Ich meine, Thiago Silva, Modric, die gehen alle runter im Rating. Ronaldo auch gerade schon. Aber ich bin zuversichtlich. Ohne Witz, ich bin optimistisch. Das klappt schon. Bevor ich es vergesse, ich zeige euch jetzt nochmal kurz alle Transfers. Das hier sind die Neuzugänge. Es tut mir so leid, ne? Ich habe gefühlt Atletico Madrid leer gekauft, aber die Spieler haben sich eben so gut angeboten. Mensch! Und auf der Transferliste habe ich halt noch die, die haben sich nicht verkauft. Ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, wo ich euch das zeigen kann, wen ich abgegeben habe. Hier dürften die ganzen Abgänge sein. Jawohl, ihr seht, hier sind nochmal aufgelistet, auch die Summe mit dazu. Ich gehe hier das Ganze im Schnelldurchlauf durch. Und dann treffe ich mich jetzt mit Martin. Oh mein Gott, Digga, ich habe drei Leute von Atletico geholt. Es tut mir leid. Okay Leute, das ist also die Mannschaft, die wir hier zu Beginn haben. Ich habe das Ganze schon mal umgestellt. Ich habe mir überlegt, das Ganze mit einer engen Raute zu machen. Dann haben wir nicht das Problem, dass wir keine Flügelspieler haben, weil Borussia Dortmund hat eben einen Gio Reyna, einen Marius Wolf und dann noch da unten so einen Thorgan Hazard. Die sind jetzt halt alle nicht überragend gut. Das heißt, wir müssten halt richtig nachlegen. Und ich habe mir gedacht, so umgehen wir das ganze Problem so ein bisschen. Dann können wir eben einfach mit einer Doppel-8 spielen, da würde ich dann Julian Brandt und Bellingham einplanen und dann würde ich sagen, versuchen wir einfach einen neuen Sechser, einen neuen Rechtsverteidiger und vielleicht einen neuen Stürmer zu verpflichten. Mit 81 Millionen haben wir dann auch wirklich mehr als genug Geld auf dem Konto, also da sollten wir auf jeden Fall zwei, drei richtig gute Spieler verpflichten können. Ich habe tatsächlich auch ein paar Kollegen auf die Transferliste gesetzt, Anthony Modest, Thomas Meunier, Thorgan Hazard oder auch Modahut sollen den Verein dann auch verlassen und da würden wir ja auch nochmal mindestens 20 bis 30 Millionen Euro einnehmen. Das Thema Jugendscouting spielt ja ebenfalls eine wichtige Rolle. Da haben wir jetzt hier diesen 5-Sterne-5-Sterne-Scout. Und da denke ich mir eigentlich, so brauchen wir auch nicht unbedingt einen besseren. Den habe ich jetzt einfach mal für 9 Monate nach Deutschland geschickt. Und der sollte dann schon das ein oder andere brauchbare Talent finden. Davon gehe ich zumindest mal aus. So, liebe Leute, wir haben die Transferphase abgeschlossen und es ist einiges passiert.
Wir haben Julian Brandt verkauft, der geht für 55 Millionen Euro zu Liverpool. Dann haben wir Mats Hummels verkauft, der geht für 20 Millionen zu Villarreal. Anthony Modest verlässt uns für 7 Millionen Euro. Thomas Meunier für 14 Millionen Euro, der geht zu Frankfurt. Und Thorgan Hazard wechselt für 20 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen. Wir haben jetzt natürlich einiges an Geld gehabt und das haben wir natürlich auch reinvestiert. Wir haben Konrad Leimer verpflichtet, der kommt für 32 Millionen Euro von Leipzig. Der war so billig, weil sein Vertrag ausgelaufen wäre. Dann haben wir Pablo Maffeo geholt, der kostet 10 Millionen Euro. Und wir haben noch Karim Adeyemi eingetauscht. Mit einer 75 hätte der bei uns ohnehin keine Rolle gespielt und deswegen konnte ich ihn ohne Bedenken abgeben. Ansonsten haben wir dann noch Marcus Rashford verpflichtet. Der war auch nicht allzu teuer, denn auch sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen, deswegen kostet er nur 33 Millionen Euro. Und auch Alejandro Grimaldos Vertrag wäre ausgelaufen, den haben wir relativ billig bekommen für 50.000 Euro. Nein, Spaß, wir haben natürlich auch noch einen Spieler eingetauscht und das ist Marco Reus. Bitte, liebe BVB-Fans, seid mir nicht böse, dass ich Reus abgegeben habe. Aber das macht einfach nur Sinn, der ist 33 und wird einfach nur noch schlechter werden. Und wir haben auch einen guten Ersatz für Marco Reus verpflichtet, nämlich Paulo Dybala. Der kostet zwar 95 Millionen Euro, ist aber eben auch mit einer 86 richtig gut unterwegs. Und wenn man ihn zum 10er umtrainiert, sollte sein Rating eigentlich auch noch um eine Gesamtstärke hochgehen. Und das ist doch richtig geil, würde ich sagen. So, da ist hier also unsere fertige Mannschaft. Haller und Rashford im Sturm. Dann haben wir Dybala eben auf der 10. Bellingham und Rafael Guerreiro auf der 8. Dem sein Rating sollte nämlich nach oben gehen, wenn ich ihn zum ZM umtrainiere. Und deswegen habe ich eben auch Grimaldo als neuen Linksverteidiger geholt, weil Guerreiro eben bei uns dann im Mittelfeld spielt. Dann haben wir eben noch Konrad Leimer, der ist unser neuer Sechser. Grimaldo und Maffeo unsere Außenverteidigung. Und die Innenverteidigung hat sich nicht verändert. Schlotterbeck und Süle und im Tor haben wir Gregor Kobel. Also Leute, wir haben unsere Transfers ja gemacht, das habt ihr ja gesehen. Und jetzt werden wir versuchen, beim anderen Spieler zu snipen. Ich würde sagen, ich versuche einen zu snipen, dann sagst du ja oder nein, dann du den nächsten und so weiter, also immer abwechselnd. Ich würde sagen, der Gast darf zuerst, du darfst deinen ersten Schuss abgeben. Okay, mein erster Schuss, ich sag, im Sturm hast du einfach Rückholaktionen getätigt, Robert Lewandowski. Nee, absolut nicht. Schlecht. Voll daneben. Schlecht. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass du was für rechts hinten gemacht hast. Und wer es nicht weiß, Max mag Leverkusen und deswegen sage ich einfach mal, du hast Frimpong geholt. Nein. Scheiße. Okay, mein zweiter, keine Ahnung warum, komplett random, ich sag, du hast Casemiro geholt. Nee. Schlecht. Habe ich auch nicht geholt, absolut nicht. Ich merke schon, du gehst ziemlich auf die High-Rated-Spieler, vielleicht hast du ja auch High-Rated-Spieler verpflichtet. Da du das vorhin mit Lewandowski gesagt hast, bin ich mal ganz wild unterwegs und sag, du hast auch jemanden zurückgeholt, aber nicht Lewandowski, sondern Ciro Immobile. Nein. Das ist so bodenlos schlecht, keiner wird irgendwas erraten. Oh, das ist auch ganz, aber es ist ganz übel, weil wenn du was triffst, ist es richtig scheiße. Also dann ist es ja wirklich komplett random. So, und ich sage, dein dritter Spieler ist... Diese Stimme. Serge Gnabry. Nee. Fuck. Ich traue dir eigentlich diese Intelligenz nicht zu, so eine doppelte Taktik zu fahren, aber ich sag einfach, du hast Serge Gnabry geholt. Ach, Gott sei Dank, ey. Nee, hab ich nicht. Aber du hattest einen anderen davon. Darf ich jetzt was zu den Picks sagen? Ja, jetzt kannst du sagen, wen du geholt hast. Frimpong war der erste Spieler, den ich überhaupt gescoutet habe. Du hast safe Patrick Schick oder Diaby geholt. Nee, ich habe einfach auf Dreierkette umgestellt. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe mir für den Sturm Ronaldo geholt. In der Defensive Thiago Silva. Und dritte Spieler darf ich ja auch sagen, ne? Logischerweise. Ja. Ich habe mir einfach Manuel Neuer geholt. Und ich hatte Angst, den als dritten Pick bei dir zu sagen, weil ich wusste, dass du einfach denselben Spieler nennen wirst, den ich auch nenne. Oh mein Gott, du bist ja komplett anders rangegangen an die Sache. Ich bin nämlich so gegangen und dachte mir, ich habe nicht so viel Geld. Ich
habe erstmal Folgendes gemacht. Ich habe auf enge Raute umgestellt, weil Dortmund keine guten Flügelspieler hat. Dann habe ich mir für rechts hinten Pablo Maffeo geholt als Ersatz für Meunier. Der hat das gleiche Rating, ist aber jünger und hat mehr Potenzial. Dann habe ich Rafael Guerrero ins ZM vorgezogen, weil der da vom Rating hochgehen wird, relativ safe. Ich weiß nicht auf was, 83, 84, 85, 86, ich weiß es nicht. Und habe dann als Linksverteidiger Grimaldo verpflichtet von Benfica. Dann habe ich für die Sechserposition als Upgrade zu Özcan habe ich mir Konrad Leimer geholt. Ich brauchte dann noch einen zweiten Stürmer neben Sebastian Haller. Da habe ich mir Marcus Rashford verpflichtet. Der hat eine 81er Gesamtstärke, aber halt immer noch Potenzial. Und mein Königstransfer, weil ich tatsächlich bei Grimaldo Marco Reus eingetauscht habe, brauchte ich einen neuen Zehner und habe da einfach Paulo Dybala verpflichtet. Stark. Ich habe übrigens auch noch Carrasco, João Felix, Ødegaard, Llorente und Modric. Und Kimpembe. Nein, hast du nicht. Doch. Nein. Jetzt Doch. laber doch keine Scheiße. Wie sollst du dir das denn leisten können? Das geht doch gar Und nicht. das Geilste ist, weißt du, wer noch bei mir auf der Bank chillt? Reyna Can Aler Özcan Guerrero. Hä? Nein, du hast nicht Doch. João Felix und so verpflichtet. Ja, komm, los, wir gehen rein in die Saison. Digga, Wir rein in die Saison. wie? Von welchem Geld hast du das Wir gehen gemacht? rein in die Hast du Saison, Alter. Bellingham Ich verrate verkauft? hier meine Tipps und Tricks nicht. Ich will erstmal gucken, ob ich das Ding hier überhaupt gewinne. Also ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich glaube, da ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Egal, ich bin der Meinung, mein Team ist cooler, ist kreativer und deswegen gucken wir mal, wie das läuft. Ich bin selbstbewusst, ich werde den Schinken holen. Wir werden jetzt noch Folgendes machen. Wir werden jetzt natürlich euch zeigen, wenn wir krasse Jugendtalente finden. Und ansonsten werden wir dann auch relativ schnell zum Saisonende gehen. Also wir treffen uns nicht im Winter oder so, das lassen wir alles weg. Und dann gucken wir einfach mal, was so geht. Wie gesagt, Leute, wir haben jetzt bis zum Saisonende simuliert und dabei eben unter anderem unsere Jugendtalente gescoutet. Und ich sag mal so viel, es ist auf jeden Fall richtig emotional geworden. Ja, die Jugendakademie. Ja, die Jugendspiele. Jawohl. Und noch ein. Das wird ein gutes Video, Martin. Oh mein Gott, Junge, ich habe so ein Brett in der Jugendakademie. Holy shit, ich habe wirklich ein übelstes Brett. Wenn der jetzt so krass ist, wie es hier bei der Vorschau ist, ne, dann. Oh mein Gott, ich habe zwei Bretter. Ich habe drei Bretter. Was zum Teufel geht denn ab? Oh, und ich habe noch ein Brett. Martin, du kannst aufhören. Video ist vorbei. Du hast keine Chance mehr. So Leute, der erste Scouting-Report ist da. Wir gucken mal, was wir darin haben. Oh, wen haben wir da? Jo, sieht gar nicht so schlecht aus, Alter. Jens Peters, der gefällt mir schon mal ganz gut. Hat nicht das beste Potenzial, aber es geht ja auch nur um Rating. Moritz Keller ist nicht so brauchbar. Ich nehme die beide mal mit. Gucken wir einfach mal. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Let's go, Leute, let's go. Da ist er, unser erster richtig guter Jugendspieler, Simon Scholz. Junge, Junge, ich hoffe, sein Rating ist auch wirklich gut. Sein Potenzial ist auf jeden Fall schon mal mega geil. Ey, bitte hab mindestens eine 63 oder so. Yes, Leute, schaut euch diesen Jungen an. Oh mein Gott, er ist so gut. Ich hoffe, das reicht am Ende. Ich werde den jetzt so gnadenlos nach oben trainieren. Ich glaube, positionsmäßig können wir da gar nicht so viel machen. Ich glaube, Außenverteidiger oder ZDM bringt da nichts. Nee. Aber ich werde hier einfach gucken. 4 Wochen, bis er wieder hochgeht. Jawohl, let's go, Simon. Das ist unser Junge. Ja, Mann, Leute, das nächste Supertalent, Mats Richter. Boah, was ein Potenzial, Alter. Schade, dass das hier keine normale Karriere ist. Der Typ ist ja übertrieben krass. Ich hoffe, sein Rating ist auch gut. So, der gute Kollege ist Mittelstürmer. Ich gucke einmal kurz, ob man den sinnvoll umtrainieren kann. Vielleicht Flügel, das könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut passt. Gucken wir mal, rechtes Mittelfeld 10 Wochen, rechter Flügel 2 Wochen. Ich trainiere einfach mal um. Im schlimmsten Fall ändert sich da ja gar nichts. So Leute, wir können Rafael Guerrero zum ZM umtrainieren. Es ist der Moment der Wahrheit. Ich hoffe, sein Rating geht nach oben. Oh mein Gott, Leute, er ist einfach auf eine 88 hoch. Was ist das denn? Ich habe damit nicht gerechnet. Oh mein Gott, ich komme damit nicht klar. Also ich wusste, dass er hochgeht, aber so krass, holy shit, auf einmal einfach bester Spieler im Team. Alter Leute, wir kriegen gerade so viele geile Jugendtalente. Jonas Scholz haben wir noch und auch Matti Winter. Ich bin echt mal gespannt, wer am Ende unser Bester sein wird. So, wir können einmal diesen Richter umtrainieren. Der geht auf eine 62 hoch.
Ja, ich glaube, wir müssen alle unsere Aktien hier in diesen Simon Scholz investieren. Das ist einfach unser Bester, den wir haben. So Leute, wir sind am 1. Juni angekommen und jetzt geht es natürlich darum zu gucken, wer hat wie abgeschnitten. Wie ist dein Gefühl, Max? Am Anfang habe ich gedacht, ich bin Prime Real Madrid und Barcelona zusammen, aber dann hat sich über den Winter etwas ergeben, was so nicht eingeplant war und dann ist die Mannschaft nach und nach eingebrochen, weswegen ich jetzt die Befürchtung habe, das Ganze noch aus der Hand gegeben zu haben. Okay, als erstes wollen wir gucken, was die Liga-Positionierung ist. Genau, einmal die Tabelle angucken und dann gibt es die Punkte für die Differenz von den Tabellenplätzen. Wie viele Punkte hast du denn geholt, Max? Fucking 82! Ich habe 75 Punkte. Welcher Platz bist du? Nummer 1! Eins, ich bin Dritter geworden, bin Wichtig! punktgleich mit dem Zweiten, punktgleich mit dem Zweiten, hab aber die schlechtere Tordifferenz, deswegen kriegst du 2 Punkte. Okay, als nächstes haben wir den DFB-Pokal. Da gucken wir mal. Wie weit bist du gekommen? Sag du bitte zuerst. Bei mir ist es peinlich. Bei mir ist es einfach peinlich. Ich habe das Finale gegen Bayern verloren. Das Finale, krass, ich bin in Runde 3 mit 4-2 gegen Hannover rausgeflogen. Okay, das heißt, für Runde 3 bekomme ich einen Punkt, fürs Viertelfinale, fürs Halbfinale und fürs Finale macht 4 Punkte für mich. Sehr schön. Als nächstes haben wir die Champions League. Kann ich mit Stolz behaupten, ich bin gegen RB Leipzig im Viertelfinale rausgeflogen? Ich bin auch im Viertelfinale rausgeflogen gegen Barcelona. Oh lol. Ja, ich habe mich im Achtelfinale mit 3-2 im Rückspiel gegen Mailand durchgesetzt, als in Mailand und in der Gruppe bin ich Zweiter geworden mit 8 Punkten. Ich bin der Gruppe Erster geworden vor Man City. Ha! Aber bringt mir auch nichts. Beide kriegen quasi 0 Punkte, beziehungsweise keiner kriegt hier mehr Punkte als der andere. So, jetzt kommen wir dann zum spannenden Part, unseren neu eingeführten Regeln. Nicht wundern, ich trage das hier schon mal in eine Tabelle ein, dass ich den Überblick habe. Die beste Gesamtstärke, der Spieler mit dem besten Rating in der eigenen Mannschaft. Ach du grüne Neune, das ist nicht so gut. Das hat sich auf jeden Fall nicht so gut entwickelt, wie ich es mir erhofft habe. Es ist tatsächlich einfach Manuel Neuer mit einer 88. Bei mir ist es auch eine 88 mit Jude Bellingham. Was ist eigentlich mit deinem Jude Bellingham, Du Max? kleiner Mixer! Nee, ich habe nämlich im Winter festgestellt, warte mal, warum habe ich eigentlich Punkt, Punkt, Punkt viel Geld? Ja, weil einfach die Freigabesumme von Jude Bellingham bezahlt wurde. Martin, der kleine schlaue Fuchs, hat die natürlich rausgestrichen aus den Verträgen. Ich allerdings nicht, weil ich mir gedacht habe, ja, juckt, keiner zahlt so viel. Scheinbar doch. Tja, blöd gelaufen, aber beide haben eine 88. Hast du noch einen Spieler mit einer 88? Nee. Ich habe noch einen zweiten Spieler mit einer 88. Kriege ich jetzt da einen Punkt oder sagen wir nee? Okay, keiner kriegt einen Punkt. Wir schauen uns jetzt als nächstes die größte Entwicklung an. Jugendspieler sind davon natürlich ausgenommen. Also, ich sag mal so, mein guter Jude Bellingham hat sich um 4 Punkte verbessert. Ah, okay. Bei mir ist es Schlotterbeck ebenfalls mit 4 Punkten und dann hatte ich noch jemand mit 4. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber Max, ich bin ja ein Schlaufuchs und habe den guten Rafael Guerrero, der eine 82 hat, zum ZM umtrainiert. Und die Zuschauer wissen schon. Der ist einfach mal auf eine 88 gegangen und hat sich um 6 Punkte verbessert und deswegen geht der Punkt einfach mal an mich. Also das ist eine ganz tolle Grauzone. Das müssen wir uns wirklich nochmal überlegen, ob wir das so machen in den nächsten Videos, weil das ist schon, ja, das grenzt an einen Betrug. Naja, also ich meine, du hättest ihn auch umtrainieren können, theoretisch. Und es ist ja, hat sich verbessert um 6 Punkte. Ist ein legitimes Mittel, ist im Rahmen des Spiels. Also ich würde sagen, der Punkt geht an mich. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt kommen wir zum besten Jugendtalent. Ich sehe gerade, bei mir wollten einige weg und haben den Vertrag aufgelöst. Zum Glück aber nicht mein Bestes. Oh mein Gott, das wäre ein richtiges Eigentor gewesen, wenn er den Vertrag aufgelöst hätte. Ist Max. das. Oh mein Gott, ja, oh mein Gott, bei mir hat auch ein Dingens seinen Vertrag aufgelöst, aber drauf geschissen. Ja, darf ich anfangen? Ja. Ich habe nämlich Erik Herrmann und ich hatte noch einen, keine Ahnung, wie der hieß, aber beide hatten eine Gesamtstärke von 67. Ach, fick dich, ich hab einen 66er und soll ich dir was sagen? In 6 Wochen hätte er auch eine 67 gehabt. Scheiße, Simon Scholz, was kannst du? Mann, egal, der Punkt geht an Max. Damit steht es jetzt, wenn ich das richtig im Blick habe, immer noch 5 zu 3 für mich, aber es kommt ja noch einiges.
Jetzt geht's ums Budget. Ich habe eine Vermutung, wer mehr Budget am Ende noch übrig hat. Ich habe da auch eine kleine Vermutung, aber ich lass dir mal den Vortritt. Wie viel hast du denn noch? Oh, bei mir hat sich auch scheinbar jemand verkauft, weil ich habe 15 Millionen Euro. 15 Millionen? Ja. Du hast 150 oder was? Überraschenderweise durch den Verkauf, durch eine Freigabesumme bei Bellingham. Oh, ich habe 177 Millionen. Aber okay. Ey, das sind 2 Punkte, die nimmt man gerne mit. Ja, das sind 2 Punkte. Ja, hat Bellingham geopfert fürs Team. Okay, jetzt gucken wir die meisten Tore. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Sag mal erstmal, wie viele Tore hat dein Spieler mit den zweitmeisten Toren? Warte mal, bin gerade los. Ich finde es gerade nicht. Ich war gerade noch beim Transfer. So, Statistiken. Spieler mit den zweitmeisten Toren ist Sebastian Haller tatsächlich mit 21. Bei mir auch Haller mit 24. Holy shit. Ja, dann hast du schon gewonnen, weil bei mir ist auf Rang 1 Ronaldo mit 22. Tja, ich habe da so einen Typen geholt, Paulo Dybala. Ich habe übrigens vergessen, ihn zum ZOM umzutrainieren. Ich mache das einmal noch kurz. Das zählt natürlich nicht mehr rein. Sein Rating geht aber auf eine 89. Oh, hätte ich ihn umtrainiert. Zählt das noch nachträglich? Holy shit, na was zum Teufel, nein. Oh, aber dann hat er eigentlich das höchste Rating. Also er hat jetzt hier das höchste Rating, ich habe keinen Tag mehr simuliert. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ich habe es ja auch vorher angekündigt, ich habe es nur vergessen zu drücken. Ich würde es eigentlich sagen, dass ich da den Punkt noch bekommen könnte. Was zum Fick, Mann, dann kann ich ja meine auch noch alle fix umtrainieren. Ja, aber du, das dauert ja Zeit, der war ja schon fertig umtrainiert, ich muss nur noch auf Umformen drücken, deswegen. Naja, auf jeden Fall hat Dybala bei mir 27 Tore gemacht, deswegen habe ich den besten Torjäger. Ich glaube, ich komme auch ohne die anderen Punkte klar. Die meisten Vorlagen, wen hast du da? Modric. Ja, mit wie viel? Sag ich nicht. Ich habe Rafael Guerrero, mein Super-Achter. Schön. Mit 18. Schlecht. Wie viel hast du? 16. Punkt für mich, sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zu Keeper mit den meisten Spielen ohne Gegentor. Da hab ich ja Gregor Kobel. Du meintest, Manuel Neuer ist besser. Naja, gucken wir mal, wer besser ist. Mein Gregor hat 11x0 gespielt. Ja, mein Manuel Neuer hat 16x0 gespielt. Das ist schön für dich, dann kriegst du da den Punkt. Er hat sogar eine Vorlage gemacht. Es steht jetzt, du hast 6 Punkte und ich habe 7 Punkte. Das heißt, die Trainer des Monats und Trainer des Jahres werden entscheiden. Oh, dreimal Vaterunser, da kommt doch was. Ich dachte, es ist vorbei. Bist du Trainer des Jahres geworden? Nee, bin kein Trainer des Jahres geworden. Ich auch nicht. Okay, das heißt, wenn du mehr Trainer des Monats hast als ich, dann ist es ein Unentschieden. Und wenn ich mehr habe oder wir gleich wieder haben, dann habe ich gewonnen. Bitte sag, du bist einfach ein schlechter Trainer und dass deine Mannschaft nur krass ist. Also ich habe 2x Trainer des Monats gewonnen. Verdammt! Ich bin auch 2x Spieler des Monats geworden. Spieler des Monats? Trainer. Spielertrainer. Okay, das heißt, keiner kriegt hier den Punkt. Das bedeutet, ich habe 1, 2, 3, plus 4 sind 7 und du hast 2, plus 1 sind 3, plus 2 sind 5, plus 1 sind 6 und ich gewinne mit 7-6 dieses Duell. Also, liebe Leute, das war's mit diesem absolut chaotischen Video wahrscheinlich. Wir haben das zum ersten Mal gemacht. Schreibt gerne rein, wie es euch gefallen hat. Ob wir es nochmal machen sollen. Wenn ja, wie? Kürzer, länger, ausführlicher, weniger Regeln, mehr Regeln, andere Bepunktung. Ja, gerne einfach eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Und natürlich den lieben Max auschecken. Der ist jetzt ziemlich gebrochen, weil er verloren hat und braucht ein bisschen Liebe auf seinem YouTube-Kanal. Deswegen geht rüber, schaut seine Videos, liked seine Videos und dann wird alles gut. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ronaldo einfach immer noch King, hat die meisten Tore gemacht. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen bei Martin. Der Typ gibt sich ehrlich Mühe mit seinen Videos. Ich glaube, das merkt man auch. Und dann verabschiede ich mich. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ey, kann mir mal einer erklären, wie ich die Scheiße einstellen kann, damit ich einfach die Trainingstage skippe? Martin, ich habe eine Frage. Hallo?